Ihr könnt das machen, was ihr vorher gemacht habt, genauso, ne? Also guck mal hier auf einen Punkt. Ja, schau mal Punkt. Und schnell. So, wieder nach oben. Macht die Augen wieder auf. Alles gut. Ja. Habt ihr verstanden? Nach oben, Augen auf. Gut, mal wieder. Gut. Gut, nach oben. Sehr gut. Ja, nochmal kurz die Augen zu. Tief atmen. Alles loslassen. So, wenn jemandem so eher super reagiert, ich will euch zeigen, wir trainieren oft. Kannst du bitte klopfen? Ich wollte eigentlich nur eins zeigen. Wir trainieren, also was ich manchmal sehe, ihr trainiert sozusagen, ihr seid aufgeregt. Ne? Ja, und ich zähle von 3 bis 1 oder wenn ich schlaf sage oder ist zu viel. Manchmal braucht man viel weniger. Wenn die Person schon, na, ihr wisst schon, sie ist ziemlich empfänglich. Dann braucht ihr nicht so was für sich was zu machen. Wenn, zum Sicherheit ja, aber nicht zu viel ziehen, machen und tun, sondern ganz, ganz wenig. Einfach nur. Ja. Ganz wenig. Also machen wir mal wirklich wenig. Nochmal die Augen auf. Ja. Ganz wenig. Und die Augen auf. Alles gut? Okay. Nochmal die Augen zu tief. Deine Hände fest, ganz fest gehen, ganz fest gehen, nicht fest, ganz, ganz fest, ganz fest, ganz fest. Je mehr du versuchst, sie jetzt wegzunehmen, desto mehr klingt es. Sie werden noch fester, 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 wie richtig sortieren. Du kennst diesen Kleber, den man so nutzt manchmal, Sekundenkleber und manchmal geht das auf die Finger, das ist so unangenehm, klebt jetzt ganz fest an deine Beine. Ist egal, was ich sage, egal, was die anderen sagen. Die bleiben einfach fest. Ganz fest, ganz fest. Ganz fest. Je mehr du versuchst, desto fester werden. Desto fester, 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 noch fester, fester, fester. Alle Finger jetzt kleben noch. Alle Finger jetzt. Probier mal alle Finger jetzt. Alle Finger. Ich helfe dir ein bisschen. Die kleben noch fester, fester, fester. Ganz fest, ganz fest. Versuch jetzt sie wegzunehmen. Versuch mal. Versuch mal wirklich. Sie bleiben immer fest. Fester, fester, fester. Okay. Aber ist egal, was du versuchst, nicht für dich geht es richtig gut. Geht es dir gut gerade? Geht es dir gut? Alles gut? Alles prima? Ja. Gut, nochmal kurz die Augen auf. Wie hast du dich gefühlt? Also ging nicht, dass sie fest bleibt? Mhm. Wie ist das jetzt? Kannst du dich bewegen? Ja. Okay, nochmal die Augen zu. So, ihr seht, also obwohl sie so empfänglich ist, klappt nicht das Beispiel wie bei Steffi. Wenn ich sage, die kleben fest, die bleiben einfach fest. Das ist, wie gesagt, kein Garant, aber bei Schuldnose, dass wenn etwas, wenn jemand sehr in Hypnose gehen kann oder in Trance, dass für die Schuldnose jetzt gut ist. Ja, weil sie kann zwar tief reingehen, aber dann gewisse Dinge funktionieren nicht. Das ist einfach ein fast komisch, also schwer zu erklären Phänomen. Deswegen machen wir jetzt einen Test alle zusammen. Ihr setzt euch alle jetzt nochmal ganz normal sitzen. Also auf einen Stuhl oder so, macht ihr auch auf, bleibt aber sitzen. Du kannst das filmen. Wir machen jetzt alles vor, alle die Hände so richtig locker machen. Genau, ja. Und weitermachen, weiter sehen wir, das macht ja.
Jetzt einfach die Hände nach vorne. Und das andere Herzen. Und dann die Finger so richtig fest, fest, richtig fest, fest, fest. Einfach schauen. Schaut euch jetzt eure Hände. Nicht mich schauen, sondern